Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Voxel Tycoon. In der letzten Folge haben wir unsere Eisenproduktion hier drüben aufgestockt, damit wir mit der nächsten Lieferungsmission beginnen können. Und wir haben gleichzeitig das Depot 2 freigeschaltet. Was wir jetzt als erstes noch machen werden, bevor wir überhaupt beginnen, ist dem hier eine neue Forschung geben, und zwar Gleis 2. Nee, dafür brauchen wir Stahl. Ah, das können wir da unten machen. Geil. Was geht denn da? Fachwerkbrücken, okay. Wir machen Straße 2. Damit es auch mal durchgeht. Aber wir können jetzt neue Züge bauen, wenn ich mich nicht irre. Ja. Neue Züge mit anderen Geschwindigkeiten. Und das ist doch sehr, sehr interessant. Hier können allein 24 Leute reinpassen. Das, oh, damit können wir upgraden. Damit können wir Schienen verändern. Das wird cool. Das wird richtig cool. So, hier haben wir eine P36. Altmodisch. Langweilig. Wir nehmen jetzt für die Eisenproduktion einen 95 km/h schnellen Zug hier und geben ihnen hier einen Transporter für Eisen. Warte, ich will hier gerne noch sagen, dass du halt Eisen lieferst. Der war jetzt noch nicht zu lange, weil so viel braucht der noch gar nicht. So. Und kaufen, der kriegt seine Strecke. Halt hinzufügen. Ich habe halt hinzufügen geklickt. So, hier laden. Welcher ist jetzt welcher? Und hier entladen. Und jetzt kommt der Teil, auf den wir alle gewartet haben. Wir machen gleich mal F1 dann auch. Unser erster Diesellok. Wup, wup. Schaut sie an. Tütüt. Alter, wie cool. Die Diesel-Lok, die schaut echt... Also, ich mag den. Es ist ein netter Stil, des Spiels. Das muss man, dem Spiel ja Game ja lassen, ne? Also, es hat echt einen netten Stil. Und natürlich, die Diesel-Lok hat ordentlich Power unterm Arsch, auch wenn sie so klein ist. Jetzt machen wir wieder F1 hier. Schauen wir zu, wie sie ihre erste Lieferung holt. Klein, fein, aber sie kann's. Ich setze wieder ab. Die kleine Diesel-Lok. So ein süßes kleines Teil ist das. So ein süßes kleines Teil. Muss warten, bis grün wird und fährt weiter. Fährt durch den tiefen Tunnel durch, kommt hier hinten raus. Fährt an unserem Steinpraktikanten vorbei. Und liefert Eisen. Oder auch nicht. Du bist in der logistischen Nähe nicht. Soll ich mich jetzt aufregen? Hier ist ein guter Platz dafür. So. Dann, wir brauchen als erstes mal bei sowas immer eine ein Lagerhaus. So. Das ist dem Eisen zugeschrieben. Jetzt kommt er nicht schon wieder und jetzt sollte er seine Sachen abliefern können. Und dann brauchen wir... Ach, das Depot ist gleich noch nicht ready, ne? Aber wir warten noch kurz. Er soll aufschließen. Das wird uns das Geld kosten wie sonst sowas, aber... Who cares? Who cares? Ne? So eine Art. Oh, Fertigung 3 ist auch abgeschlossen. Steinverarbeitung. Rein theoretisch sollte ich jetzt hier drunter auch einen Brecher haben. Mich interessiert mal, was er kann. Was kann der Brecher? Er kann Kies und Steinziegel herstellen. Nein, ich hätte gerne Produktionshäuser. Aber das ist das kleine Lagerhaus. Wir brauchen natürlich ein großes. Da müsste es nichts sein. Ah, das steht im Weg, das blöde Labor.
Na, lassen wir es noch fertig forschen, dann hat sich das schon. Der Brecher ist auf jeden Fall interessante Sache. Braucht 5 Sekunden zum Herrichten. Ich habe eine Idee. Das müssen wir dann machen auf jeden Fall. Oder können wir schon mal vorbereiten hier. Wo sind es denn? So. Ich will dann mal einen Filter ausprobieren. Wie geht das? Ich will... Ich sage jetzt mal Kies filtern. Wo kommt dann Kies raus? Bei Grün? Ich kann mal hier einen probieren. Warte mal, das können wir hier schnell probieren währenddessen. Wie funktioniert dieser Filter? Es kommt hier rein. Okay, wenn ich jetzt sage, ich will Steine filtern, dann kommt seitlich raus. Okay. Bedeutet, ich kann rein theoretisch alles durch eine Einfahrt wieder reinschicken oder durch eine Einfahrt auch rausschicken. Aber wenn halt sich so verstopft, dann ist verstopft. Straße 2 ist abgeschlossen. Cool. Dann kommst als erstes mal du weg. Du stehst massiv hinweg, genauso wie du. Für euch müssen wir noch einen Weg finden, wie wir das machen. Wir tun jetzt hier die Lagerhäuser errichten. Wir brauchen hier auf jeden Fall 2 Eingänge wieder. Verbinder, so. So. Dann bauen wir mal Brecher. Kann ich da dran noch vorbei ein Ding legen? Yes, kann ich. Perfekt. Bedeutet, ich kann Brecher hier schon legen. Das ist eine feine Sache. Wenn ihr jetzt fragt, hey, aber wie willst du das bei den anderen machen? Lasst mir mal kurz Zeit. Ich habe da gerade eine Idee. So, wenn wir hier auch anfangen, so, dann muss ich dich nochmal umsetzen. Hier, so. Verarbeitung, wir setzen jetzt hier so, sagen wir mal 2 Brecher jeweils oder 3 Brecher. 3 Brecher sollten für den Anfang reichen. So. Dann. Nee, keine Straße legen. Oh, die Straße. Nee, das ist dieselbe Straße. Fang schon wieder an zu halluzinieren. So. Bauen wir eine Brücke schnell. So. Du musst ja die Tricks kennen hier, dann geht das schon. Durchziehen und dann machst du Schnippschnapp ab und drehst die Sachen so, wie du brauchst. Lack. Dann setzen wir hier den Verbinder hin. Schauen noch, dass alles in die richtige Richtung auch dauerhaft läuft. Raus, 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 raus. So, perfekt. Alles schaut nach der richtigen Richtung aus. Dann haben wir dich zu Kies und dich zu Ziegeln. Ziegel, 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 Kies, Kies, Kies. So, wenn wir jetzt dann hier fortsetzen. Dann beginnt schon eine Produktion. Okay, warum passiert hier nichts mehr? Warum produzieren die jetzt zum Beispiel keine Ziegel? Also irgendwas hat sich doch jetzt hier aufgehängt, oder? Warte mal. Oh, das ist das Problem.
Da drin war das Problem. Holy shit. Das muss man auch erstmal sehen. Ich muss nochmal neu den Pech hier setzen. Der hat leider ein Problem gehabt jetzt. Okay, warte mal. Das komplette Teil hier neu setzen, weil das hat jetzt dezent deren Verbindung hier zerstört. So. Der hat sich instant anpasst. Aber hier hat sich lustigerweise. Ist dann nicht so gegangen, wie wir es wollten eigentlich. Jetzt hat, okay. Du bist auch Ziegel. Ach, da gibt es hier auch ein Ziegel. Ich brauch so ein Dumping Place, warte mal. Schau mal, wenn ich jetzt hier wieder. Kann ich das einfach so hinsetzen oder geht das nicht? Wieder abreißen. Geil. Ah, oh, das ist ein Schweineaufwand jedes Mal. So. So, und dann Förderband drehen. Perfekt. Abreißen und wieder drehen. Und dann hier unten auf Ziegelauswahl. Perfekt, so wollen wir das. Jetzt hat sich hier schon wieder. Oh. Not again! Jetzt hat. Und hier wird umgedreht, das ist nicht gut. Das ist überall dasselbe Problem, lol. So, der stopft sich jetzt voll, okay. Da sieht man schon, langsam wird es voller. Jetzt kann die Produktion nicht mehr hier beginnen. So, wollen wir das? Perfekt. Und ich glaube, wenn wir jetzt einen Forschungsteil noch aufstellen würden. Problem ist, ich hätte gern halt eine Forschung, wo du alles in der Nähe hast. Problem ist, irgendwie, warum funktioniert das nicht, wenn ich sage, okay, es ist doch dasselbe Gebiet. Warum nicht? Aber rein theoretisch kann ich ja sogar was anschließen. Bedeutet, ich könnte rein theoretisch so ableitende Kabel machen. Ich probiere das jetzt mal dann. So, wenn ich sage Forschung. Was kann man denn hier schön zur Forschung? Glasforschung. Ich brauche irgendwas, was ich mit Kies hier. Eine Kiesforschung. Betonmischer, Betonträger, versteckte Betonträger. Der braucht jetzt Kies. Bedeutet, ich leite jetzt das erste Mal mit Förderbändern. Nach da vorne meine Sachen. Dreh dann das Förderband um und schließe das hier an. So. Da sollte jetzt dezent viel Kies schnell reinkommen und dann hat es hier gleich das auf Lager. Perfekt. Und rein theoretisch kann ich, solange ich sozusagen hier sage, okay, der muss jetzt. Oh nee, warte mal, das muss ich anders machen. Das kann ich hier so machen, indem ich hier so ein Kabel hinsetze und dann kann ich sagen, okay, ich drehe den Teil um.
weil dann kann ich kontrollieren, wie viel rüberfließt selber. Und ich kann rein theoretisch hier irgendwo eine Linie machen, wo ich sage, okay, da kann ich immer anschließen und sagen, das brauche ich jetzt im Forschungszentrum, das brauche ich jetzt im Forschungszentrum. Oder das und das und das. Und dann mache ich Filter, die das alles durchkriegen oder sowas. Weil es kommt eh schneller nach, wie ihr es verbraucht. Von daher, ganz okay. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.